So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ich bin so motiviert, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen haben wir heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ne? Wir haben nämlich im Rewe Durstlöscher gefunden. Vielleicht kennt ihr Durstlöscher, das sind hier diese kleinen Packungen. Was heißt klein? Das sind 500 Milliliter drin. Das ist ein halber Liter, ne? Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass 500 Milliliter ein halber Liter ist, ne? Das heißt, addiert mal kurz, wenn ihr zweimal 500 Milliliter nehmt, dann habt ihr was, ne? Kein Durst mehr, genau. Das ist aber schön, dass irgendwie fehlt da gerade eins. So, dann packen wir das mal wieder hier drauf. Das ist nämlich nicht mein Haufen, das ist nämlich theoretisch Pupsis Haufen. Und wenn wir das rumdrehen, seht ihr, wir haben uns ganz viele Durstlöscher besorgt. Wir haben nämlich hier einmal Durstlöscher mit Waldmeistergeschmack. Wir haben Durstlöscher mit Fuldimidamin 12 Frucht, also Multivitamin 12 Frucht. Wir haben Durstlöscher Sauerkirsch Zitrone. Durstlöscher Eistee Energy Geschmack. Den habe ich, glaube ich, sogar mal einzeln getestet und jetzt habe ich gesehen, es gibt ja noch mehr interessante Sachen, nämlich Durstlöscher Blueberry Marshmallow Geschmack. Das sind 6 Stück. Fürs Thumbnail muss ich die mal hier irgendwie so hinbasteln und so hochnehmen und sagen: Durstlöscher! Durstlöscher, genau, so andere wie sagen Schieß, ne? Und dann wird geschossen und dann sind alle tot. So sagen wir einfach Durstlöscher. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Dann habe ich mir gedacht, normalerweise, wenn ich immer Getränke teste, am Ende gibt es immer eine Dose 5-0er Dosenbier. Aber weil aktuell ich diese Folge aufnehme, als der Kanal noch gesperrt ist, habe ich mir gedacht, ich werde heute am Ende mal Maß trinken, aber nicht Maß 5-0er Dosenbier, sondern eine Maß Durstlöscher, ne? Erstmal wollen wir aber die einzelnen Sorten probieren. Das heißt, wir machen hier überall das auf, stopfen mal hier rein, haben jetzt Blueberry Marshmallow Geschmack. Okay. Schere wäre gut, merke ich gerade. Moment. Durstlöscher Blueberry Marshmallow-Geschmack ist auf jeden Fall sehr süßlich, schmeckt ein bisschen nach Blueberry, dass das andere Marshmallow sein soll, hätte ich gar nicht erkannt, aber schmeckt interessant. Pupsi findet das so toll, das ist ihre Lieblingssorte momentan. Deswegen immer, wenn wir einkaufen gehen, ich krieg das Trinkröhrchen nicht raus, ich nehme einfach das Trinkröhrchen von dem anderen. Er findet das so toll, dass die jedes Mal sich das kauft. Jetzt haben wir hier Durstlöscher, Eistee Energy Geschmack. Ja, schmeckt irgendwie nach rote Früchtetee und ein bisschen babbig. Wir nehmen wieder das nächste hier, lassen das Trinkröhrchen mal dran. Haben jetzt Multivitamin 12 Frucht. Oh, der ist aber schön saftig, ne? Und nicht zu süß, muss man noch dazu sagen. Dann haben wir Durstlöscher, Sauerkirsch, Zitrone. Die zwei ekligsten Sorten überhaupt kombiniert. Und der ist aber sauer. Na, schmeckt einfach nur nach Kirsch. Schmeckt eigentlich ganz gut, obwohl ich nicht so ein Kirschfan bin, muss ich sagen. Kirsch passt. Und wir haben Durstlöscher, Waldmeistergeschmack, der Klassiker. Beim Waldmeister fehlt mir ein bisschen was, also der könnte süßer und kräftiger sein. Fehlt ein bisschen Sirup dran, dass ihr den heftigen Waldmeistergeschmack habt. Jetzt müssen wir aber versuchen, alles irgendwie hier reinzukriegen. Und wie macht man das? Füllt man das jetzt so ein, indem man hier drückt? Ich glaube, das würde einfach 100.000 Jahre dauern. Ich glaube, die schnellere Methode ist, ihr knickt am Rand einfach den Zibbel hoch. Ne? Die haben ja Zibbel links und rechts. Den knickt man hoch. Dann drückt man da dran. Dann kommt das einem vielleicht entgegen. Hui! Und dann ganz normal hier abschneiden, dann könnt ihr das in Ruhe trinken.
macht man ja bei der Kondensmilch genauso. Jetzt füllen wir hier mal ein bisschen was ein. Das ist jetzt hier also Waldmeister. Da haben wir einen Ring, zwei, drei, vier. Ja, egal, wir haben Durstlöscher hier mit Sauerkirsch, Zitrone. Das Ganze also nochmal nur in grün. Denn der Ramses lernt's nicht. Wenn der nämlich kein Bierchen trinken soll oder darf, dann trinkt der Ramses einfach Durstlöscher. Da kann ja eigentlich keiner was Verkehrtes sagen. Noch nie gehört, dass jemand am Durstlöscher ertrunken ist. So. Multivitamin. 12 Frucht. Kennt ihr auch 12 Früchte? Zählt's mal auf. Schreibt mal 12 Früchte in die Kommentare. Mal gucken, ob ihr 12 Stück hinbekommt. Jetzt hier Eistee Energy hinterher. Alter, was ist mit dieser ranzigen alten Papppackung los? Und jetzt beim Hochmachen spritzt es noch ins Gesicht. Also, Eistee Energy ist auch noch gut. Sieht auch aus wie Eistee. Einfach so durchsichtig. Blueberry. Marshmallow. So. Ah, die immer schön aufpassen. Es gibt auf jeden Fall eine schöne Suppe. Hilft bestimmt auch bei Erkältung. Blueberry, Marshmallow. Hinterher, wir füllen sie jetzt hier schön auf bis zum letzten Stoß. So, wir wollen es auch nicht übertreiben. Hab letztens nämlich gemerkt, was ist, wenn ich übertreibe. Wir haben jetzt hier ein Maß voll mit Durstlöschern. Das werden wir jetzt trinken. Das ist genau hier bis zum Rand gefüllt. Und da würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Boah, der Multivitaminsaft, der riecht schon nach Kotze und riecht einfach da raus. Und immer wenn ich da rangehe, schieben sich meine Nasenhaare wieder zurück in die Nase rein. Das ist auf jeden Fall sehr lustig und kitzelt. Wir werden das jetzt hier probieren. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, schmeckt auf jeden Fall nach allem. Ich glaube, der Name ist gut gewählt, Durstlöscher, weil ich habe auf jeden Fall jetzt keinen Durst mehr. Mir ist so schlecht, das heißt, ich werde nie wieder Durstlöscher trinken. Aber die Maß ist leer, wir haben es erreicht, wir haben es geschafft, ihr seht. Es ist kein 500 Dosen Bier notwendig die ganze Zeit. Jetzt ist mir hier die ganze Zeit alles runtergetropft. Auf mein T-Shirt kann man ja mal mitnehmen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. So, lassen wir das zurück. Durstlöscher, habt ihr die auch schon mal probiert? Kennt ihr die? Seid ihr ein Fan davon? Was kennt ihr noch für Sorten? Und kennt ihr natürlich Blueberry, Marshmallow oder Eistee Energy? Das sind die zwei interessantesten. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.